Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda. Ich bin selbst der Erhard Mott. Ich darf Ihnen eines unserer Vitali Vorführ-E-Klappräder vorstellen, die Sie bei uns testen können. Und zwar, es ist das Vitali Roadster. Roadster ist so der Begriff für englische Sportwagen und wir haben das natürlich dann entsprechend auch in British Racing Green lackieren lassen oder in einem klassischen Kupfer. Ja, was zeichnet jetzt dieses Roadster besonders aus? Also zum einen mal, wir sind auch nicht diejenigen, die jeden Modetrend mitmachen und dann auch die Akkus hier im Rahmen drin verstecken müssen, damit man sie nicht sieht. Wir bekennen uns dazu, es ist ein elektrisches Fahrrad. Und setzen den Akku hier in den Gepäckträger. Denn, so sage ich mir das, bei einem Motorrad, da sieht man ja auch den Kraftstofftank. Und es ist ja keine Schande, wenn man mit so etwas rumfährt, mit dem Motorrad. Und dann ist es auch keine, wenn man elektrisch mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das Roadster wurde relativ früh entwickelt von mir. Und zwar, ich hatte immer mehr Leute, die eigentlich entschleunigt durch die Gegend gleiten möchte, aufrecht sitzend. Wir haben dann einen Lenker angebaut, der etwas nach hinten gezogen ist und den man sehr weit hochstellen kann. Ich zeige es Ihnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da mit drauf sitze und möchte noch aufrechter sitzen, wieso, dann könnte ich noch so fahren oder so runter, je nachdem. Also da sind wir sehr flexibel. Man kann da damit einfach seine Schulter oder sonstige Beschwerde kann man da damit mindern oder ganz eliminieren. Wir haben mittlerweile auch unterschiedliche Sattelstützen zur Auswahl. Das hier ist eine Teleskop-Sattelstütze, die man rein und raus fahren kann. Ideal für besonders große Leute. Das geht dann noch ein ganzes Stück raus und da kann man dann so 1,95 Meter bis 2 Meter Menschen draufsetzen. Jawohl, das geht auch. Das Roadster hat eine 8-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse. Damit lasse ich sehr gut Touren machen. Ich habe da schon Mehrtagestouren mit unternommen. Wunderschön. Der Antrieb ist ein Frontantrieb, der heute kaum noch eingesetzt wird, weil er irgendwann einmal ersetzt wurde durch Mittelmotoren. Wir haben aber die Software weiterentwickeln lassen von unserem Antrieb und siehe da, alle Nachteile, die es damals gab, die konnte man eliminieren. Also der Motor rutscht nicht durch, weil er eine sanfte Beschleunigung hat. Er ist stark, er zieht gut Berge raus. Er hält es also mit sämtlichen Mittelmotoren mit. Nicht mit der ganz starken, aber mit der Mittelklasse, da hängen wir die normalerweise ab am Berg. Er ist einfach und schön von der Bedienung, hilft vielen, einen Drehgriff zu verwenden, den man sowohl als Anfahrhilfe, dann läuft es einfach los, oder als Booster, einfach mal kurz Strom geben und dann zischt man ab. Oder nur, wenn man mit Drehgriff fährt, in der Stadt zum Beispiel, dann können Sie das gerade das Beschleunigen, das viele Beschleunigen geht dann wesentlich schneller und lockerer. Sie brauchen auch keine Kraft aufzuwenden in die Pedale, sondern das machen Sie alles daneben, Booster. Ja, also der Roadster, ein Klassiker im Grunde genommen, zum Entschleunigten, dahingleiten durch die Landschaft für lange Touren, zum Einkaufen, für den Alltag. Es passt gut in den Kofferraum rein oder zwei sogar. Wir haben auch Beispiele, wo man es in einen Smart rein tun kann. Ne? Mit dem Ding, das würde man es einfach so hier rausnehmen. Ich zeige Ihnen kurz, wie schnell man das falten kann. Schwuppdiwupp. Die Pedale kann man auch noch einklappen, wenn man es will. Und schon ist es gefaltet. Siehe da. Also, wenn Ihnen die Vorteile von so einem Vitali irgendwie auch das Richtige wäre, dann kommen Sie einfach mal vorbei, probieren es aus bei uns, fahre Probe oder bestelle es einfach bei uns. Also dann, bis bald, tschüss, Ihr Erhard Mott und das gesamte Team.